Ja, ich kann es nicht sein lassen. Ich kann das mit dem Modern Horizon nicht auf mir sitzen lassen. Nachdem ich das neulich so hart enttäuscht hat, muss ich das jetzt einfach nochmal machen. Es kann ja nicht nur alles Kacke in diesem Set gewesen sein. Dafür war das Set einfach eigentlich zu gehypt bei uns. Excavating Anudur. 5 Mana 4-4. Wenn das Spielfeld kommt, kann man... kann man Land opfern. Wenn man das tut, sieht man eine Karte. Und bei Threshold kriegt sie +1/+1 und Wachsamkeit. Acronym Astrolab. Einmal Snow Mana. Wenn das Spielfeld kommt, zieht man eine Karte. Einmal Mana tappen. Mana wie Farbe. Ingenious Elemental. 6 Mana 4-3. Dieser Spell kostet 2 Mana weniger, wenn ihr ein Land im Friedhof habt. Das ist... Ah ne. Doch, das ist easy. Und... Der macht 2 Schaden, wenn er zu einer Kreatur, wenn er ins Spiel kommt. Okay. Settle Beyond Reality. 5 Mana. Man sucht eins oder beides aus. Man exilt eine Kreatur, die man nicht kontrolliert, oder man exilt eine Kreatur, die man selber kontrolliert und bringt sie dann wieder. Nicht mal bis eines zu, sondern generell. Okay. Frostwaller. 3 Mana 2-2. Für 1 Snow Mana kriegt er +2/+2. Kann man nur einmal machen. Okay. Vanishing Sandspinter. 3 Mana 4-1. Trampeleile. Wenn er es zu ist, wieder geopfert. Nee, zurück auf die Hand gegeben. Und er kann cyclen. Das ist eine coole Karte. First Sphere Garaguganat. Wow. 6 Mana 5-4, wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man eine Karte im verlierten Leben mit Unearth. Wow. String of Disappearance. 1 Mana Instant. Man bringt eine Kreatur zurück auf die Hand. Und dann kann dieser Besitzer dieser Kreatur 2 Mana bezahlen und kann diesen Spell kopieren. Das kann man ja immer wieder machen. Nature's Chant, für 1 Mana und 1 Hybrid Grün-Weißes zerstört man ein Artefakt oder eine Verzauberung. Gluttonous Slug, 2 Mana 0-3, Menace Evolve. Nicht schlecht.